Mega! Wir sind jetzt hier bei ESA Aerospace. Warum hat das so lange gedauert? Ja, wir haben viel zu tun. Wir sind busy. Wir bauen quasi jeden Tag wirklich unsere Raketen. Aber freut uns sehr, dass ihr alle hier seid. Ich bin durch die Fertigung gegangen. Ich komme ja ursprünglich aus einem Bereich, auch einem sehr fertigungsintensiven Bereich. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, an was ihr hier an Maschinen habt. Und im Prinzip auch wie viele Maschinen. Und die laufen alle so. Ne? Ihr steht jetzt kurz vorm Start. Wollt ihr die Raketen irgendwie wie Cola-Dosen bauen oder was habt ihr hier vor? Ja, so fast. Also wir sind wahrscheinlich noch die ein oder andere Größenordnung von den Cola-Dosen entfernt. Aber am Ende des Tages ist die Raumfahrt eine extrem stark wachsende kommerzielle Industrie. Und da geht es auch nicht darum, nur ein oder zwei Raketenstarts zu machen, sondern auch 30, 40, 50 Raketenstarts zu machen. Manche unserer Kunden fragen auch an und sagen, ich hätte gerne jedes Jahr 15 bis 20 Raketenstarts, um einfach die komplette Konstellation Jahr für Jahr auch quasi im Orbit zu behalten. Das heißt, genau dafür designen wir. Und Raumfahrt und Raumfahrtkommerzialisierung meiner Meinung nach ist eine große Herausforderung eigentlich für die Produktion. Und da ist meiner Meinung nach auch der Punkt, wo quasi sozusagen das New Space Race 2.0 gewonnen wird. Für uns natürlich in Deutschland ein enormer Vorteil oder aus Europa heraus generell, weil ich auch einfach der Meinung bin, wir haben ein extrem starkes Fertigungs-Know-how hier. Wenn man sich jetzt mal an der Automobilbranche zum Beispiel dann manchmal nimmt, dann hat man hier enorm viel Know-how, das wir quasi auch in die Raumfahrtbranche mitbringen können und hier einfach mit 3, 4 Größenordnungen schneller fertigen, schneller iterieren, schneller Innovation betreiben können als die etablierten Player. Das ist vielleicht ein guter Stichpunkt. Überall auf der Welt schätzt man deutsche Maschinen, deutschen Maschinenbau und im Prinzip, das verkauft sich nicht wie geschnitten Brot oder so, aber das ist ein großes Qualitätsmerkmal. Man hat immer das Gefühl, in Deutschland ist es irgendwie, ist einem das eher peinlich oder die Leute sind so, ja, oh, das ist eigentlich alles noch nicht so ganz so super und so. Woran liegt das? Also, das ist eine gute Frage. Das kann dir wahrscheinlich ein Makroökonom wahrscheinlich noch besser beantworten. Am Ende des Tages bin ich der Meinung, wir sind in Europa oder auch gerade in Deutschland auch viel zu bescheiden. Wir haben das selber bei uns gesehen, als wir 2017 bei dem Hyperloop-Wettbewerb von SpaceX damals mitgemacht haben und quasi eigentlich jede Universität weltweit mitmachen konnte und wir die Stanfords, MITs und Co. dieser Welt alle dann geschlagen haben mit unserem München-Team von der WAR. Und das war für uns auch einer der Momente, wo wir gesagt haben, wir müssen aufhören, uns quasi in Deutschland oder auch in Europa uns hinter unserer Technologie irgendwie zu verstecken. Die ist auf weltweiter Ebene enorm stark und warum würde irgendwas dagegen sprechen, dass wir quasi einen globalen Gewinner aus Europa heraus ausbauen können. Und also ich sage bei der Raumfahrt immer, wenn eine Exploration, wenn man bei Astronauten oder Raumfahrt irgendwo ist, von wegen, ja, der Mensch, der will entdecken, stimmt ja nicht ganz. Es gibt immer ein paar Mutige, die im Prinzip pushen wollen und die im Prinzip neue Horizonte ansteuern wollen. Und Raketen bauen in einem konservativen Deutschland oder irgendwie so von wegen ein bisschen, ah, was wollen wir denn hier Raumfahrt, ist meiner Meinung nach ein ähnlicher Punkt. Also ihr zielt auf neue Horizonte. Also was ihr hier macht, das hat so noch niemand gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch viele Menschen gibt, die euch Steine in den Weg legen oder die im Prinzip dann eure Mentalität eher drücken wollen. Absolut. Das ist auch der Grund, warum wir die aber mittlerweile nicht mehr mit den Schaufeln aus dem Weg räumen, sondern mit dem Radlader. Das heißt, natürlich schauen, dass wir möglichst stark unseren eigenen Weg ebnen können, erfolgreich zu sein. Ich glaube, letztlich kommt es darauf an, wir müssen auch in Europa deutlich größer denken. Wir haben tendenziell auch in der Raumfahrt letztlich eher mal kleinkariert gedacht, viel zu wenig kommerziell gedacht. Viele Technologien, die quasi auch weltweit im Einsatz sind, sei es ein MP3-Player oder sonst etwas, kommt eigentlich ursprünglich aus Deutschland oder aus Europa. Und das sind genau diese Elemente, die wir deutlich stärker für uns nutzen müssen. Ich glaube, generell im Deep-Tech-Bereich hat Europa eine enorm große Möglichkeit. Und wir haben uns auch genauso 2018, als wir gegründet haben, gefragt, wie kann es sein, dass dieses gesamte Know-how, das hier in Europa ist, einfach nur rumliegt und keiner was damit macht und das wirklich mal nutzt und quasi auch hier versucht, einen globalen Player aufzubauen, der nicht nur eben abhängig ist von Steuergeldern. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal und schauen, was passiert. Mhm. Raumfahrt hatte jahrzehntelang was mit Politik und Agenturen zu tun und eure ersten Starts sind auch tatsächlich, ja, kann man sagen, institutionelle Starts. Also das heißt, großes Vertrauen im Prinzip der Politik oder der Institution, dass sie sagen, hey, wir wollen das unterstützen, was ihr hier macht und wir bezahlen im Prinzip eure ersten Starts und tragen ja gewiss auch vielleicht so ein Risiko mit bei. Also selbst
das wird immer so ein bisschen klein gehalten, aber selbst die besten Raketenbauer oder auch die großen Raketenbauer, eigentlich der Erststart von einer Rakete ist eigentlich immer ein bisschen würfeln, weil man nicht weiß, was bei so einem Raketenstart passiert, oder? Ja, also es gibt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, wie es schief geht, als wie es richtig gehen kann. Mhm. Damit rechnen wir auch. Das heißt, für uns ist auch quasi das Ziel, die zweite Rakete möglichst schnell auf dem Launchpad stehen zu haben, nachdem die erste mit wahrscheinlich großer Wahrscheinlichkeit auch nicht funktionieren wird. Das werden wir aber erst dann sehen, wenn es dann tatsächlich so ist. Manche Systeme kann man auf der Rakete vorher auch gar nicht austesten, sondern kann man erst quasi im Flug wirklich erproben. Das sind nicht viele, aber manche der Systeme. Und dann werden wir es letztlich auch sehen. Ja, so versuchen wir natürlich auch möglichst alles richtig zu machen für den ersten Flug, aber rechnen damit, dass dann erst der zweite oder vielleicht auch der dritte Flug erst erfolgreich sein wird. Wenn ich mir das hier anschaue, ich mache mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, dass ihr es in Orbit schafft. Das sieht alles unglaublich gut aus und sowohl was ihr an Hardware hier rumstehen habt, an, auch die Leute, mit denen ich sprechen konnte, haben gesagt, ja, also ist ein No-Brainer für mich. Trotzdem braucht es einen Gesetzgeber, der Sachen erlaubt. Und aktuell wäre meine Einschätzung, also wenn es kein deutsches Startup in den Orbit schafft oder sich nicht halten kann, dann war es die Schuld der Politik, nicht die Schuld der Startups. Es ist immer einfach natürlich auch die Schuld auf andere zu schieben. Das heißt, wir müssen uns natürlich selbst auch an der Nase nehmen und das ist das, was wir eigentlich auf tagtäglicher Basis tun. Wir suchen Wege, um es doch möglich zu machen. Mhm. Wir haben aus Engineering-Sicht Herausforderungen, in der Produktion haben wir Herausforderungen, auch mit Politik haben wir Herausforderungen. Und das ist für uns letztlich genauso ein Element, wo wir einen Weg finden müssen. Wir sind tendenziell Leute, und das wirst du letztlich im ganzen Team von Is Aerospace finden, die Lösungen finden und die nicht nur eins nach dem anderen Problem aufzeichnen. Auch da wiederum, glaube ich, sehen wir in Europa sehr gut im Nörgeln und im Regulieren und Sonstiges. Aber da bin ich auch der Meinung, haben wir auf der anderen Seite genauso viele Leute, die richtig Bock haben, was zu machen, anzupacken, große Dinge zu bewegen und auch, wenn es schwierig ist, genauso was zu machen. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Club an mittlerweile ja, über 300 Mitarbeitern gefunden, die mit richtig viel Energie genau in die richtige Richtung pushen. Es gibt immer die Erzählung, in Europa, wir haben gar nicht so viel zu starten und so weiter und deshalb brauchen wir eigentlich gar nicht so viele Raketen und jetzt ist der Markt, würde ich sagen, explodiert. Ihr habt es nicht nur auf die europäischen Staaten abgesehen, oder? Absolut nicht. Ja, ich bin auch der Meinung, wir sind ein globales Unternehmen. Wir kommen aus Europa, wir haben in Deutschland gegründet, sind aber mittlerweile in mehreren europäischen Ländern, Frankreich, Schweden, Norwegen, haben auch unser Sales Office mitunter in den USA. Und das ist letztlich genau auch unsere Ambitionen. Wir wollen nicht nur klein denken, sondern wir wollen sehr großkariert denken. Das heißt, wir wollen auch amerikanische Kunden, asiatische Kunden, südamerikanische Kunden auf unsere Trägerrakete willkommen heißen, um auch hier wiederum eine wirklich starke Raumfahrtökonomie zu schaffen. Ich glaube auch, dass das bisher in Europa so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem war. Man hat wenige Satellitenprogramme und Konstellationen gemacht, weil der Start so teuer war. Und wenn jetzt quasi der Start deutlich günstiger wird, ist das quasi eigentlich sozusagen erst der Startschuss dafür, dass sich wiederum neue Startups gründen. Mittlerweile sind wir, ich schätze mal, bei den meisten Konstellationen so in der Größenordnung zwischen 25% und 40% der Kosten von so einer Konstellation entfallen ausschließlich auf Launch. Vor einigen Jahren waren das noch eher 80% oder 90% sogar. Und damit lässt sich natürlich so ein privater Business Case gar nicht so gut rechnen. Hm. Das sind Launchkosten, einer der größten Treiber, ist aber meiner Meinung nach so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weswegen wir auch gesagt haben, wir fangen jetzt einfach mal an, wir machen das und wir hatten großes Vertrauen in den Markt. Wir haben gesehen, die Technologie kann unglaublich viel machen. Man kann in alle Business Verticals reingehen, sei das Landwirtschaft, seien das Versicherungen, sei das Telekommunikation, sei das quasi eigentlich wie einen digitalen Zwilling unserer Erde zu bauen, mit quasi eigentlich wirklich unendlichen Möglichkeiten. Und wir haben quasi die Raumfahrt, oder sehen auch heute, die Raumfahrt wie so eine Art in einer Position, wie das Internet war von ungefähr 20 Jahren. Technologisch ist es machbar. Die Frage ist jetzt, was macht die schlaue Menschheit damit? Und ich sag mal auch, dieses, was es vorher vielleicht gab, dass es diese geschlossenen Märkte gab, irgendwie USA, ganz große Regierungsaufträge, Militär, großer Punkt da. Im Kleinen gab es das in Europa auch, aber nicht in diesem Maßstab. Das, was jetzt aber im Prinzip diesen Markt aufbläht, das sind nicht die Regierungsaufträge, oder? Sondern das sind mehr wirklich die kommerziellen Starts, die dann auch wirklich dann für alle offen sind. Und wenn du den günstigsten oder die besten Launch-Möglichkeit bietest, dann kriegst du auch den Auftrag. Absolut. Also wenn wir uns auch mal die Satellitenstarts des letzten Jahres zum Beispiel anschauen, dann waren ungefähr 90% der Satelliten, die letztes Jahr gestartet wurden, tatsächlich von kommerziellen Firmen. Das heißt, die wenigsten Satellitenstarts sind de facto eigentlich für die Regierung direkt.
Die Regierung kaufen offen natürlich die Daten als Endkunde quasi, aber die Satellitenstarts werden oftmals erst sehr, sehr kommerziell vergeben. Die amerikanische Regierung ist sicherlich mit heute noch der größte einzelne Kunde, der quasi global existiert, wenn es um Startservices geht. Wir sehen jetzt aber, wie du richtig sagst, einfach einen enormen Boom an Satellitenherstellern, auch an Use Cases. Also zum Beispiel eine Firma wie John Deere, die Traktoren baut, geht gerade sehr stark in Richtung Raumfahrt, hat gerade ein RFP rausgegeben für 1,5 Millionen Traktoren und Devices, die quasi verbunden werden müssen. Auch das ist wiederum in sich selbst schon mal eine enorme Möglichkeit für viele Startups, für viele neue Firmen, sich quasi auf dem Markt zu etablieren und dann natürlich wiederum auch denselben Service an andere, sei es Automobilhersteller oder andere Landwirtschaftsfirmen zum Beispiel anzubieten. Und so entstehen quasi eigentlich wirklich jeden Tag in New Space Age neue Märkte. Wenn wir jetzt mal auf irgendwie historisch sagen, wenn man dieser Begriff Gold Rush oder Goldrausch von wegen, und da sind halt die Leute reich geworden, die die Schaufeln verkauft haben und nicht die nach dem Gold gegraben haben. Was ist die Rakete? Ist die Rakete der Arbeiter, der den die Leute, die Gold finden wollen, hochträgt? Oder wie würdet ihr euch da bezeichnen? Is Aerospace baut einfach die geilsten Schaufeln. Das ist ganz einfach. Mega. Ich würde sagen, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Da kann man gar nicht mehr so viel zu sagen. Also das war ein unglaublich inspirierender, cooler Tag hier. Ich habe ganz viel Tech gesehen. So nah war ich Raumfahrttechnik, glaube ich, noch nie. Ich habe es schon gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass ihr einen Orbit erreicht. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass es beim ersten Mal klappt. Ich freue mich, dass ihr es relativ entspannt seht, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, weil das kann einfach immer passieren, weil einfach 1 Million Dinge schiefgehen können. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr da macht und hoffe natürlich, dass ihr Influencer zu eurem ersten Start einwerfen. Da können wir dann drüber sprechen. Lieben Dank euch.